Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Wie aus dem Nichts betrat er 1989 die politische Bühne. Gregor Gysi, zum 25-jährigen Jubiläum der Einheit, hat er sich vor wenigen Tagen in seiner letzten Rede als Fraktionsvorsitzender vom Bundestag verabschiedet. In einem spannenden Interviewbuch gibt er noch einmal ausführlich Auskunft über seine doppelte Lebenswende. Ausstieg links, Gregor Gysis brandneues Buch, erschien im Westend Verlag. Es ist die Nachricht des Tages. Der Literaturnobelpreis ging an die weißrussische Schriftstellerin Svetlana Alexejewitsch für ihr Werk, das dem Leiden und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt, so die Begründung des Komitees. Ihre Berichte über Tschernobyl und Afghanistan machten die Schriftstellerin bekannt, die sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte der Sowjetunion und mit den Hinterlassenschaften des Kommunismus beschäftigt. Millionenfach wurden ihre Bücher gelesen, doch hat sie auch viele Feinde, vor allem in ihrer Heimat Weißrussland. Vor 2 Jahren trafen wir sie dort in Minsk. Der MDR hat sein Programm geändert und zeigt heute Abend einen früheren Lebenslauf über Svetlana Alexejewitsch um 23.35 Uhr. Jetzt können selbst Nichtschwimmer gefahrlos mit Riffhaien tauchen. Jadega Azizi zeigt im Leipziger Panometer das Great Barrier Reef, eines der größten Naturwunder überhaupt. Der Maler, Architekt, Fotograf und Perspektivenkünstler schuf einen quasi idealen Rundumblick auf die Wunderwelt vor Australiens Küste. Wie immer effektvoll inszeniert. Sie hatte ein Haus, ein Auto. Die 28-jährige Grundschullehrerin Mais Abu Azali. Für mehr Freiheit in Syrien war sie auf die Straße gegangen. Nachdem Freunde festgenommen wurden, sah sie sich gezwungen zu fliehen. Ihre Heimat war nie ein friedlicher Ort, sagt sie. Trotzdem hat sie ganz genaue Vorstellungen davon. Mais Geschichte in voller Länge und weitere Folgen unserer Reihe finden Sie auf unserer Website www.mdr.de/Arthur. Tja, 25 Jahre deutsche Einheit. Doch was wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre? Die DDR, der reichste Staat der Erde, wie Saudi-Arabien, auf den der arme Westen blickt? In schwarzes Gold aus Warnemünde wagt Harald Martenstein ein durchaus amüsantes Gedankenexperiment. Ja, und noch mehr aktuelles Kino morgen hier im MDR in Kino Royal. Dort wird es dann auch um einen Film gehen, der heiß erwartet heute in den Kinos startet. Sein Titel Er ist wieder da. Das gleichnamige Buch stand wochenlang auf den Bestsellerlisten, wurde über 2 Millionen Mal verkauft, in 40 Sprachen übersetzt. Nun also der Film. Die Zuschauer wird er wohl spalten. Vielleicht gehen sie ins Kino und machen sich ihr eigenes Bild. Ein paar Ausschnitte schon mal jetzt. Danke fürs Zuschauen.